Hallo zusammen. Letzte Woche habe ich auf dem Sperrmüll eine Buffalo Link Station gefunden. Das ist ein Gerät Typ LS220D. Hat zwei Festplatten drin. Die kann man entweder hintereinander schalten oder als RAID 1 spiegeln. Und ich bin total begeistert. Wir schauen uns das jetzt zusammen mal an, wie wir das einrichten. Und gleich nach dem Intro geht's los. Glücklicherweise war auch das Netzteil dabei. Jetzt ist hier bestimmt ein Benutzer und ein Passwort drauf. Um das zu resetten, muss man es erstmal an die Stromversorgung anschließen, hält den Funktionsknopf hinten, macht Power an, wartet ein paar Sekunden, vorne blinkt dann die LED, dann drückt man nochmal den Funktionsknopf und schon ist das Administratorpasswort resettet. Nachdem wir das gemacht haben, schauen wir uns das Weitere auf dem Computer an. Eins muss ich noch hinzufügen, das Gerät muss natürlich an euren Router angeschlossen werden. Bei mir ist das die Fritzbox 7590 AX. Dazu habe ich auch schon mehrere Videos gemacht. Und nachdem das eingesteckt ist, muss das im Router dann registriert werden und schon könnt ihr mit ein paar Einstellungen darauf zugreifen. Auf dem PC angekommen, müssen wir zunächst die Software, um das Gerät zu steuern, downloaden. Den Link dazu habe ich in die Infobox gepackt. Dann achtet bitte darauf, dass die Dateierweiterung im Windows, hier Windows 11, aktiviert ist, damit man auch die .exe sieht. Das wird per Doppelklick ausgeführt. Das habe ich aber bereits gemacht. Deswegen können wir uns direkt an der Maschine anmelden. So sieht das dann aus. Buffalo NAS Navigator 2. Alternativ könnte man hier auch suchen nach, indem man zum Beispiel nur NAS NAS eingibt. Ne, findet er nicht. Doch, hat es gefunden. Die IP-Adresse hat der Router dem Gerät zugewiesen. Bei mir ist das die Fritzbox 7590 AX. Um uns jetzt auf dem Gerät anzumelden, Rechtsklick, Einstellungen öffnen. Und ich muss jetzt wahrscheinlich das Passwort setzen, denn das haben wir ja vorhin zurückgesetzt. Ich gehe jetzt nicht hier auf Weiter erstellen oder abbrechen, sondern gehe jetzt hier auf das Haus-Symbol um in die Einstellungen zu gelangen. Das sind hier in dem Fall ist das die Kachel erweiterte Einstellungen. Hier können wir nun die ganze Ordnereinrichtung vollziehen, Benutzer und Gruppen ebenso. Man muss sich vorstellen, man hat jetzt einen Kleinbetrieb zum Beispiel und möchte eine Ordnerstruktur erstellen, wo nicht jeder drauf schauen kann. Es soll Benutzer geben, die Ordner 1 sehen dürfen und da was reinschreiben. Es soll Benutzer geben, die Ordner 1 nur was lesen können und so weiter und so fort. Und das machen wir jetzt einmal. Ich gehe hier auf Benutzer. Dazu muss ich hier rechts auf das Icon klicken und werde jetzt hier drei normale Benutzer einrichten. Das Ganze löschen wir natürlich nach diesem Tutorial. So, User 1 nennen wir den. Ich mache User minus 1 und Passwort nennen wir 123. 123, bitte im Echtfall ein sicheres Passwort verwenden. So, User 1 ist fertig. Das machen wir jetzt für zwei weitere Benutzer auch noch. So, nach dem Benutzer richten wir zuerst mal Ordner ein. Ordner erstellen.
Wir machen hier auch drei Ordner und wir nennen den Ort Ordner 1. Lassen die Einstellungen hier so wie sie sind, lesen und schreiben. Nun stellt man sich die Frage, wie denn ein Benutzer auf einen bestimmten Ordner zugreifen kann. Das wird geregelt über Gruppenberechtigungen. Hier müssen wir jetzt die entsprechenden Gruppen anlegen. G für Gruppenberechtigung oder für Gruppe. G minus, minus Ordner 1. Hier können wir direkt den entsprechenden Mitarbeiter, den User, hinzufügen. Gruppenberechtigungen sind fertig. Jetzt müssen wir die Gruppen noch auf die Ordner anwenden. Hier hat man den großen Vorteil, wir haben auf der einen Seite die Ordner, auf der anderen Seite die Gruppe. Kommt ein neuer Mitarbeiter, muss er nur in die entsprechende Gruppe hinzugefügt werden und schon kann er auf den Ordner zugreifen. Wir fangen bei Ordner 1 an und hier sagen wir die Gruppe 1, also G Ordner 1, hat W ist für Write und A, R ist für Read, also Lese- und Schreibzugriff. Ordner 2 soll hier nur lesen dürfen und die Gruppe Ordner 3 soll gar nichts dürfen. User 1 kann Ordner 1 editieren und User 2 kann nur Inhalte lesen und auflisten und der User 3, also die Ordner, die Berechtigung G Ordner 3, die dürfen den Ordner nicht öffnen. So. Das gleiche machen wir jetzt mit Ordner 2. Die Gruppe 2 soll Vollzugriff haben. Ordner, der soll lesen dürfen und der dritte soll auch hier nichts dürfen. Hier soll 1 nichts. 1 soll lesen, Ordner 3, Mitglieder in Ordner Gruppe 3 dürfen alles und Ordner 2 darf gar nichts. Okay, jetzt sagen wir schließen. Hier melden wir uns jetzt mal ab. Wenn wir alles richtig gemacht haben, sollten wir jetzt folgende Berechtigungen hier gebaut haben. Und zwar Mitglieder der Gruppe 1 sollten Vollzugriff, Schreibzugriff auf den Ordner 1 und Lesenden auf Ordner 2 haben. Und auf Ordner 3 gar nichts. Wenn ich jetzt richtig im Kopf habe. Ich habe das nochmal rauskopiert. Wir können das jetzt einfach mal testen mit dem User 2. Wir klicken mal auf Ordner 2. Hier wird jetzt ein Benutzer abgefragt. Das ist ja denn der User minus 2. Das Passwort ist ja 234. Und wir können den Ordner öffnen. Jetzt schauen wir, ob wir auch ein Dokument reinlegen können. Das geht auch. Dann probieren wir mal den Ordner 1 zu öffnen. Das geht, denn wir sagen ja, der Ordner 1, User 2 hat auf Ordner 1, User 2 hat auf Ordner 1 lesenden Zugriff. Demnach dürfen wir hier kein Dokument reinlegen. Neu,
Textdokument und Zugriff verweigert, denn wir haben nur lesenden Zugriff hier drauf. Wenn jetzt ein Dokument hier drin läge, könnten wir es einfach lesen, aber weder editieren noch könnten wir es löschen. So, dann der nächste Versuch, Ordner 3. Hier hat der User, müsste den nicht öffnen können, denn er hat keinen Zugriff drauf. Ich hoffe, ich habe das hier ein bisschen darstellen können, wie das mit den Zugriffsberechtigungen gehandelt wird. Die Rechte-Matrix lässt sich ziemlich gut schon anwenden. Man kann User in Gruppen packen, mittels der Gruppe dann auf einen Ordner berechtigen mit Lese- oder Schreibzugriff oder ihnen den Zugriff ganz verweigern. Falls euch das Video gefallen hat, gebt mir bitte einen Daumen nach oben. Und vielleicht mag der eine oder andere auch meinen Kanal abonnieren. Bis dann, macht es gut.